Ich bin heute im steirischen Apfelland unterwegs, um die vielen Genüsse hier zu entdecken. Im Herbst steht die Oststeiermark zwischen dem Stubenbergsee und dem Apfeldorf Puch ganz im Zeichen der Ernte. Rund um die biblische Frucht habe ich 7 sündhaft schöne Genüsse erlebt. 70% der österreichischen Ernte wird in unserem Gebiet geerntet. Wir sind das größte Apfeldorf und rund um das verläuft eben die Apfelstraße und da gibt es eben super kulinarische Geschichten. Diese kulinarischen Geschichten gönne ich mir und ich starte beim Apfelweinspezialisten Martin Leitner. Elster, ein herrlicher Apfel, der als Frucht schon sehr beliebt ist. Einen Klassiker, Marschanska oder auch als Eisapfel bekannt. Das kennt man sicher nicht, das ist ein Dalenbell. Für einen Apfelwein wunderbar, der hat so ein feines Aroma. Zum Wohl. Zum Wohl. Nicht so süß wie Apfelsaft, aber es schmeckt dann nicht danach, als ob Alkohol drin wäre. Es stimmt auch, gegenüber einem Traubenwein haben wir ja nur die Hälfte des Alkohols. Bei vielen Betrieben im Apfeldorf gibt es auch interaktive Erlebnisstationen. Und wenn man da die 2 richtigen Bilder zusammenbringt, dann hat man da oben ein grünes Licht und man liegt richtig. Und um das Ganze ausprobieren zu können, hat man da die Möglichkeit, sich eine Apfelspirale zu machen. Weiter geht's zu den mystischen Apfelmännern. Es gibt 15 Apfelmänner aus der Region Puch bei Weiz und aus den umliegenden Gemeinden. Jedes Jahr im Herbst treffen sich die Apfelmänner, um in einer 3-tägigen Klausur den angeblich besten Apfelschnaps der Welt zu brennen. Das Brennen ist geheimer als geheim und nur wer Apfelmann ist, darf beim Brennen dabei sein. Das Ergebnis nennt sich Abakus, benannt nach der alten Rechentafel. Und es gibt von jedem Jahrgang exakt 1444 Flaschen. Mehr über den Apfel erfahren will, der besucht in Puch das Haus des Apfels. Das ist das steirische Obstbaumuseum. Das zeigt eigentlich auf, wie der Obstbau früher gemacht ist worden und wie es eben jetzt gemacht wird. Der Herd ist sicher schon über 100 Jahre alt. Da neben mir steht die österreichische Hagelrakete. Die hat man früher eben abgeschossen gegen den Hagel. Aber der sicherste Schutz ist unser Hagelnetz. Beim Kirchenwirt in Puch lasse ich mir schließlich köstliche Apfelknödel schmecken. Und das Rezept dazu hat mir der Wirt für Sie verraten. Romantiker genießen die Fahrt mit dem Schlosskutscher. 1998 wurde ich vom Präsidenten der Schlösserstraße Schlosskutscher. Wenn ich Weintour, eine Picknicktour, eine Schlosstour, eine Turteltaubentour, vorher mit Bärchen, speziell da auf die Geierwand hinauf und so weiter. Die Zeitnehmung rennt. Mit voller Elan durchs Ziel. Bravo! In den Höfler Erlebnisgärten gibt es jede Menge Spaß und Wissenswertes für die ganze Familie. Als richtiges Highlight haben wir einen Erlebnisweg gebaut, der das Gartentalent ein wenig in den Vordergrund rücken soll. Wir haben hier 8 Stationen, die mit Wissen, mit Können und natürlich auch mit etwas Glück zu tun haben. Heute ist mein Gartentag, wo ich beim Höfler schmökern mag. Das ist unser Klosterbaum, der weit über 400 Kilo Äpfel trägt in diesem Jahr. Ein Schmuckstück bei uns im Erlebnisweg, das Gartentalent, ist einfach unser 800 Jahre alter Olivenbaum, der zeigen soll, dass Bäume, egal wie alt sie sind und wie dick sie sind, unterschiedliche Altersthemen haben kann. Es kann so ein dicker Baum 20 Jahre alt sein und es kann so ein dicker Baum nur 15 Jahre alt sein. Auf zur Gartenfahrt durch die Höfler Erlebnisgärten. Was haben dieser Apfel und dieses Fahrrad gemeinsam? Beide sind echte Steirer. Das steirische E-Bike habe ich mir in Stubenberg ausgeliehen. Wir produzieren hier in der Steiermark 2 Marken von E-Bikes. Einmal die Marke Bikey
die für steile Berge geeignet ist. Und die zweite Marke, Giro, ist besonders für flachere Abschnitte gut geeignet. Das nehme ich mir. Und los geht's durchs Apfelparadies. Wir haben hier im Apfelland eine ganze Reihe von schönen Radstrecken. Die Hauptroute, das ist der Feistelzer Radweg. Da fährt man entlang des drittlängsten Flusses der Steiermark, der Feistritz, fast immer eben dahin und kann hier auf der Strecke schön aufgefädelt richtige Attraktionen erleben. Nicht nur hier den See, sondern auch die Tierwelt Herberstein. Auch diese jungen Löwen sind echte Steirer. Erstmals in der Steiermark hat es im November 2019 Löwennachwuchs gegeben. Unser Löwenpaar Cäsar und Amira haben mit Spartacus, Maximus und Tiberius einen Löwenwurf mit drei Jungs bekommen. Die Löwen sind nicht die einzige Attraktion in der Tierwelt Herberstein. Insgesamt sind 85 Tierarten, über 700 Tiere in Herberstein beheimatet. Es gibt Spielestationen für Kinder. Aber auch Hunde sind hier gerne gesehen. Dieser Mann ist Kälte aus Leidenschaft. Ich bin der Dorfhäuptling da hier. Ich darf die Leute durchs Dorf führen. Wir sind eigentlich da hier vor dem ältesten Haus der Steiermark, könnte man sagen. Steinzeithütte. Wir haben da hier praktisch das jüngste Haus des Museums, eine Darstellung der Siedlung zur Keltenzeit, wo wir oben eine kleine Bergstadt gehabt haben. Es ist ein mystischer Platz, denn der Kulm selbst war irgendwo ein heiliger Berg. Willkommen auf unserer Apfelstraßen-Hörgenussliege. Neuerdings kann man im Apfelland auch faulenzen und dabei Geschichten hören. Um in den Genuss der Hörgenussliegengeschichten zu kommen, braucht man ein Smartphone, das man direkt an der Liege hinhält, den QR-Code ablässt und dann in die Geschichtenwelt ins Apfelland eintaucht. Mach es dir bequem, lass den Blick in die Landschaft schweifen und reise mit mir ins Land der Geschichten.